ich brauche nirgends ins Ausland fahren. Wir haben Österreich. Und das ist mehr wert als wir alles andere. Na, ein Boot, ein Flaschlein Wein. Was will man mehr haben? Da ist nichts, außer der Natur und mein Mann und ich. Und das ist schön. Italien waren wir schon einmal, aber nicht lang. Aber Österreich ist Österreich. Oh, yeah. Warum nicht das Kapital, für das man so eigentlich eh nicht wirklich großartig was kriegt, im Garten vergraben? Ein bisschen auf der Liege liegen, ein bisschen auf Vorbau holen, dann wieder ankühlen gehen. Und das den ganzen Tag eigentlich. Wenn alles vorbei ist, dann können wir wieder Busse geben, fest umarmen. Auf die Runde. Hoffentlich bleiben wir weiter. Prost. Nach dem Virus. Die gesellige Runde, die wir da zuletzt gesehen haben, hat die Corona-Krise in dieser Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf offensichtlich ganz gut überstanden. So wie viele Österreicherinnen und Österreicher haben die meisten hier auf Auslandsurlaube verzichtet, weil weite Reisen heuer mühsam, gefährlich oder wegen der diversen Beschränkungen unmöglich waren, sind sie im Land geblieben. Im eigenen Garten, auf einem Campingplatz, einem Bauernhof, einer kleinen Pension oder sonstigen Tourismusbetrieben. Durch diese Heimaturlaube konnte übrigens das Ausbleiben von ausländischen Gästen halbwegs abgefedert werden. Und besonders beliebt waren dabei Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Simon Schenach hat dokumentiert, wie Sommerferien heuer ausgeschaut haben. Und ohne allzu viel vorwegzunehmen, herausgekommen ist so ziemlich das Gegenteil vom lauten Ballermann, der in den vergangenen Jahren die üblichen Sommerurlaubsreportagen dominiert hat. Beschaulichkeit, Nachdenklichkeit, Entschleunigung ist durchzuspüren. Und in dieser Grundstimmung war es naheliegend, dass auch die großen Sinnfragen des Lebens und der Philosophie immer wieder gesprächsweise angegangen worden sind. Das Eugel im 21. Wiener Gemeindebezirk. Seit mittlerweile fast 100 Jahren genießen gestresste Städter und Städterinnen hier in der Kleingartensiedlung die Sommerfrische. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich da kurz mal zu Ihnen kommen? Ja, bitte, gern. Wir lernen Elisabeth Snischek kennen, die uns ihren Garten zeigt. Da schauen Sie sich meine herrliche Lilie an. Die sollten Sie sich anschauen. Schön, ne? Wunderschön. Ich habe da so viele Erlebnisse. So schön, jeden Tag einmal blüht dort was Neues und dann ist wieder das und dann musst du wieder Unkraut zupfen und die Paradeiser anbinden und dann die gefaulten Pfirsiche runternehmen und solche Sachen. Ich bin eigentlich den ganzen Tag beschäftigt und ich glaube, das ist mein Jungbrunnen. Das heißt, Sie sind immer in Aktion eigentlich, oder? Ich bin eigentlich den ganzen Tag in Aktion, Nachmittag lege ich mir eine Stunde hin und dann geht es weiter. Der Baum ist uralt, trägt nicht mehr, aber er ist so ein herrlicher Schattenspender. Nichts kann besser sein als wie dieser Baum. Und darum hat er die Möglichkeit, so ausladend zu sein, obwohl er eigentlich keinen Ertrag mehr hat. Er ist 60 Jahre alt, also von dem kann man das nicht mehr verlangen. Wie lange sind denn Sie schon in diesem Garten eigentlich? Ich? Ich bin 81 Jahre in diesem Garten. Ja. Sie werden es nicht glauben. Gleich nach meiner Geburt bin ich da eingezogen und verbringe jeden Sommer hier. Und ich liebe ihn. Ich will ihm nicht hergeben, ich habe meinen Sohn versprochen, aber solange ich kann, bin ich an der Reihe. Günter Kugler beim wöchentlichen Rasenmähen. Der Wiener war Busfahrer und ist seit ein paar Tagen im Ruhestand. Sein Zwillingsbruder Franzi arbeitet als Installateur und kommt regelmäßig auf einen Spritzer vorbei. Gut gemacht. Jetzt brauche ich was zum Trinken. Ha, ich hol mir ein Bier. Die beiden machen gerne Urlaub im Süden. Den heurigen Sommer verbringen sie aber lieber im Eugel. Was ist das für ein Gefühl da eigentlich im Garten? Geht einem da was ab? Gar nichts geht ab. Es geht Italien nicht ab. Das Einzige, was uns abgeht, wir sind ein bisschen Segler.
Truppen. Das Meer, der Wind bläst eine in die Segel. Ich bin der Smoothie. Das Kochen geht mir an, das kann ich aber da auch. Aber mehr ist halt schon schwer. Aber man muss nicht unbedingt dorthin. Was die Kugler-Zwillinge neben der grünen Idylle besonders schätzen, ist der entspannte Austausch mit den anderen Siedlungsbewohnern und Bewohnerinnen. Ich lasse mich auch dann manchmal so gern ablenken von der Arbeit. Nämlich wenn jetzt eine hübsche Frau vorbeigeht und dort tratschen mit mir. Passiert das Ihnen wieder da? Natürlich. Das ist ja wieder ein bisschen geflirtet auch, oder? Ja, wenn der Mann dabei ist, nicht. Kann ja alles passieren. Na, flirten mehr ist nichts da in der Anlage. Ne? Aber das gehört so dazu, wie die Donau zum Winter zugehört. Felden am Wörthersee. Der Ort ist auch in Zeiten der Krise ein beliebtes Urlaubsziel. Viel los ist an diesem Tag im Strandbad trotzdem nicht. Das Wetter ist zu unbeständig. Deshalb hat Bademeister Musti Saxös Zeit zum Heckenschneiden. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass Sie Bademeister wurden hier? Ich habe Interesse gehabt für diesen Beruf. Dann habe ich Ausbildung gemacht bei der Wifi. Bademeisterausbildung. Ich liebe meinen Job, so mit den Leuten Spaß machen, reden. Die Leute haben immer gute Laune hier, weil sie hier Urlaub machen. Aber merken Sie jetzt eben, dass ein bisschen weniger ausländische Gäste kommen? Ja, ja. Weniger, ja, richtig. Früher haben wir mehrere Gäste gehabt. Holländer, Italiener. Und jetzt sehe ich überhaupt keine Italiener hier. Viele Stammgäste halten dem Bad dieses Jahr besonders die Treue und entdecken die Vorzüge der alten Heimat neu. Felden ist speziell im Sommer. Es hat etwas Südliches und es ist fast schon so ein bisschen wie Italien. Deshalb gehe ich so gern daher. Das heißt, Sie sind auch durchaus stolz, Feldener zu sein? Ja, eigentlich auch. Bin ich schon stolz, Feldener zu sein. Ich denke, ich war in Südafrika, ich war in Italien. Und wenn man zurückkommt, das hat irgendetwas Besonderes, Heimatgefühle. Ich sag, daheim ist daheim, sag ich immer. Ich komm immer gern heim. Also zwei Wochen, das reicht mir und mir gefällt es daheim am besten eigentlich. Ihr macht Urlaub in Felden? Ja. Und wie gefällt es euch? Ja, super ist es. Da ein Boot, eine Flasche Wein. Was will man mehr haben? Was führt euch nach Felden? Wir haben keine Matura-Reise gehabt, weil die Achse gegangen ist wegen Corona. Und jetzt haben wir gedacht, fahren wir als Mädelsgruppe, als Kleine nach Felden. Das ist quasi eine Matura-Reise? Ja, quasi. Halbe. Und wie ist es bis jetzt? Sehr schön, muss ich sagen. Also es ist wieder ein bisschen. Nee. Ja, es hätte besser sein können, auf jeden Fall. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Das Wetter war auch bei einem Kärntenurlaub. Ein Lotteriespiel. Es gibt so eine Vielfalt am Wörthersee, egal was das Wetter ist. Wir waren jetzt schon im Tierpark. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir noch ein bisschen baden. Also, das ist überhaupt kein Problem. Man findet immer irgendwas. Trinkt mal gutes Weizen und dann passt es schon. Und manche lassen sich auch beim Regen nicht vom Schwimmen abhalten. Wunderbar. Zack. Und rein. Sie schwimmen auch, wenn es kühler ist, gern? Ja, freilich. Der Sommer ist so kurz, dass man einfach was tut. Und der ganze Wörthersee gehört jetzt Ihnen? Das ist natürlich schön. Dann bin ich ohne Maske. Es kommt eh wahrscheinlich wieder die Pflicht. Aber macht nichts. Hauptsache, es ist schön. Burg Rothenfels in der Steiermark. Hier im Wölzertal betreibt Philipp Steiner auf 3 Hektar einen kleinen Campingplatz mit rund 80 Stellplätzen. Bei der täglichen Runde im Golfwagen werden die Gäste mit Brennholz versorgt. Danke. Bitteschön. Gerne.
Ja, das werden wir brauchen können am Abend. Ja, das denke ich mal. Es ist am Abend auch kühl. Besser, ja. Wenn man ein bisschen ein Brennholz hat, ja. Und die Wärme genießen kann. Ja. In der Nähe ist vom Feuer. Am Abend eigentlich ein bisschen frisch? Naja, wenn die Sonne weggeht, geht es schnell. Vor zwei Tagen haben wir, glaube ich, gehabt 8 Grad heraußen und 11 drinnen. Also das ist. Da liege ich dann schon mit Stirnbandel und Tuch über dem Kopf und Wollsocken. Ja. Gut, hol ich mal Wasser. August Kaiser ist pensionierter Meteorologe. Nach über 20 Jahren Pause macht er mit seiner Partnerin Dagmar wieder das erste Mal Urlaub hier in Oberwölz. Interessanterweise sieht man ja da schon eigentlich ihre normale Urlaubsdestination, oder? Das ist richtig, ja. Wir waren auch schon vorher mit Zelt sehr oft in Korsika. Also ich seit 1991 habe dort einen ähnlich schönen Campingplatz entdeckt wie hier. Nämlich auch, der sehr groß ist, wo man nicht unbedingt Wohnwagen an Wohnwagen oder Zelt an Zelt klebt, sondern wo man wirklich große Freiflächen hat, direkt am Meer. Hätten wir heuer auch hinfahren wollen, aber dann erschien uns das mit Corona doch ein bisschen zu riskant. Ja, jetzt genießen wir die Zeit hier. Was gefällt Ihnen eigentlich am Campen? Die Ruhe. Es ist kein Lärm. Ich habe in der Schule so viel Lärm. Es ist furchtbar. Die Ruhe, die Stille, die Entschleunigung. Nichts, da ist nichts. Außer der Natur. Und mein Mann, die. Und das ist schön. Wie schaut der Tag so aus meistens? Ich schlaf immer länger. Das ist aber nur im Urlaub so. Und dann mein erstes da ist, dass ich mir das Gesicht da mit ganz kaltem Wasser wasche. Und die Haare auch. Und das ist total erfrischend. Und dann gehe ich wieder rein. Und dann ziehe ich mich an. Und dann raus, einen Kaffee. Und schauen. Und wenn es wieder passt, machen wir dann eine Radeltour. Fahren wir weg. Ja. Und das dauert meistens so 3-4 Stunden. Und dann kommen wir zurück. Dann tut so jeder sein Ding. Lesen, duschen. Du redest ja schon wieder Sepp Forcher. Wir fahren weiter nach Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Auf 1370 Metern liegt der Hof der Familie Hinteregger. Der Traditionsbetrieb ist mittlerweile auch ein beliebtes Urlaubsziel. Morgen, hallo, grüß euch. Hallo. Der älteste Sohn Martin ist vor 6 Jahren an den Hof zurückgezogen und inzwischen selbst Vater. Da gehen wir. Seine Idee, Urlaub am Bauernhof anzubieten, hat gut funktioniert. Bis zur Krise. Der Schaden ist schon gewaltig, was wir als ein kleiner Betrieber jetzt an heuer davon getragen haben. Ja. Wo zeigt sich denn der Schaden? Ja, im wirtschaftlichen Einbußen, sag ich mal. Also wir haben jetzt, ja, da sind wir derzeit bei ungefähr 200.000 Euro. Ja. Was uns ziemlich stark getroffen hat, war eigentlich unsere andere Schiene. Das wäre Schule am Bauernhof, Schule auf der Alm. Also wir haben ja auf unserer Jugendherberge haben wir über das Jahr bis zu 2.500 Schüler im Winter Schulskikurse. Da ist schon die zweite Märzhälfte natürlich weggebrochen. Und jetzt Mai, Juni und erste Juliwoche hätten wir 600 Schüler ungefähr. Und das ist natürlich alles weg. Und da haben wir eigentlich auch überhaupt keine Unterstützung oder irgendwas gekriegt. Wie es mit dem Schulprojekt im Herbst weitergeht, sei unklar. Aber zumindest die Zimmerbuchungen haben wieder stark zugenommen. Familie Czeppel aus Oberösterreich gehört seit Jahren zu den Stammgästen. Sie waren ja im Ausland auch auf Urlaub. Jetzt, die letzten Jahre war dann jetzt auch die Unsicherheit, was das Reisen betrifft, der Mitgrund, dass Sie jetzt auch wieder da gebucht haben. Das war eigentlich kein Thema, weil bucht haben wir bereits im Dezember, glaub, haben wir schon beschlossen, daher zu fahren. Da war das eigentlich noch kein Thema, sondern wir haben da so ein Familienrat gehabt und dann waren wir uns alle sehr schnell einig, wir wollen wieder zum Hinteregger fahren. Ja? Heimo Czeppel ist selbstständiger Steuerberater. Für ihn war die Corona-Zeit besonders arbeitsintensiv. Es waren dann einfach wochenlang 70, 80 Stunden Wochen und das merkt man dann schon nach so einigen Wochen oder Monaten. Also dann Ende Mai, Juni habe ich dann schon gespürt, so,
jetzt ist es dann genug. Ja. Ja. Auch wir haben das etwas gespürt, ja. Ja, natürlich, ja. Wie war das eigentlich dann auch mit dem Homeschooling? Wie hast denn du das erlebt eigentlich dann? Warst du gern daheim oder war es dann ja, schon ein bisschen schwierig? Mir persönlich hat es schon ziemlich gefallen, weil ich einfach daheim viel mehr weitergebracht habe, mehr oder weniger. Und habe dann halt mehr Freizeit gehabt und wir haben halt ich habe mit meinen Freunden online geredet. Das kann man halt im Unterricht normalerweise nicht tun. Ja, schwierig. Was auch recht lustig war eigentlich, ja. Schauen wir mal. Schau, du kriegst da ein bisschen was. Das, Richard Zauner ist auf dem Weg ins Waldviertel. Der Oberösterreicher plant und baut mit seiner Firma Freiraum, Badegärten und Naturpools. Wie läuft Ihr Geschäft im Moment? Es gibt ganz viele Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Pool im Garten beschäftigen. Und wir haben zum Beispiel im Mai eine Anfragesituation gehabt, wo wir viermal so viele Anfragen gehabt haben wie schon im guten letzten Jahr. Und das war schon für uns sehr herausfordernd, dass wir sozusagen diese Situation auch gut bewältigen konnten. Also ist das Geschäft rennt? Ja, das kann man so sagen, das Geschäft rennt wirklich. Aha, ja, da ist der Ort so des Geschäfts. Einmal, ja. Die Gabionen sind fertig. Ja. Beim Planungsgespräch mit Rainer Zimmel werden heute die letzten Details besprochen, bevor die Bagger anrücken. Und der hintere Bereich, das war sozusagen dieser größere Bereich, genau, wo dann die Technik darunter ist. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, einen Pool machen zu lassen? Tja, das war eigentlich eine Corona-Geschichte. Denn die Idee ist schon länger im Kopf. Ja. Warum nicht, ich sage mal, das Kapital, für das man so eigentlich eh nicht wirklich großartig was kriegt, im Garten vergraben. Ja. Also, wir kaufen sie dadurch Lebensqualität und die, ja, wir werden sicher dann die nächsten Jahre die Urlaube eher hier genießen und halt dann im Waldviertel einfach ausschwärmen. Es ist schön genug hier. Ja. Mit der Außenkante vom Pool kommt man ungefähr daher, das sind 3,50 Meter. Okay. Die Zeitpläne sind eng und die Badesaison nicht mehr lang. Deshalb soll der Naturpool in 3 Wochen fertig sein. Jetzt kann man sich schon gut vorstellen, ja. wie groß das ist. Ja. Was kostet jetzt eigentlich so ein Pool? Ja, das hängt natürlich sehr von der Größe und von der Ausstattung ab. Nicht beginnen tut das irgendwo in der Gegend von 40.000, 45.000 Euro, nicht bei kleineren Becken. Aber wir haben dafür sehr, sehr geringe Betriebskosten. Und das muss man natürlich auch in Betracht ziehen. Das wird sehr gerne vergessen. Und in unserem Fall haben wir ja sehr niedrige Stromkosten. Wir haben keine Wasserkosten, weil das Wasser ja drin bleiben darf. Und das ist auch für viele unserer Kunden ein wichtiges Argument, dass man halt die kostbare Ressource Wasser nicht jedes Jahr sozusagen wegschütten muss. Also das war ja nicht für uns ganz wichtig. Das war eigentlich ganz wichtig, dass man nicht irgendwann im Herbst da mehr oder weniger 35 Kubikmeter Wasser oder was kostbares Wasser irgendwo in den Kanal kippt. Also das ist ganz, ganz wichtig auch für uns gewesen. Zurück in der Kleingartensiedlung in Wien 21. Frau Snischek ist fleißig am Gießen. Ihr Mann Alfred verbringt die Sommertage im Äugel lieber im Schatten. Der pensionierte Jurist geht regelmäßig in die Oper und ins Theater. Derzeit muss er auf all das verzichten. Wie geht's Ihnen damit? Schlecht. Schlecht. Ja, es hat auch noch keine Zeit gegeben, wie wir sie jetzt im Corona-Feuer erleben. Das ist meines Erachtens noch vielleicht im Mittelalter die Pest. Aber sonst derartig, das eingreift in das Privatleben jedes Einzelnen, ins Kulturleben. Das hat es früher nicht gegeben. Alles war immer selbstverständlich. Die Oper hat gespielt, das Burgtheater hat gespielt. Das war alles selbstverständlich. Und jetzt ist nichts mehr selbstverständlich. Ne? Das ist einfach nichts. Ne? Excusez-moi. Lass das gut schmecken. Ja. Haben Sie manchmal Fernweh oder sind Sie eigentlich eh gern da? Weil Sie waren ja früher auf Urlaub dann auch im Ausland, oder? Nein. Er nicht. Ich war die Reisende. Ich bin viel in der Welt herumgekommen, ehrlich gestanden. Aber du warst da mit manchmal. Mhm. In Israel warst du mit? Ja, Ägypten und Israel, das wollte ich erleben.
Das sind zwei Destinationen, die ich ausführlich auch mit Führungen und so weiter erlebt habe. Ägypten war es damit. Nur freilich. Ja, ne? Wir sind sehr glücklich da. Und ich glaube, mein Mann ist meiner Meinung. Wir sind sehr natürlich zufrieden. Wenn wir da nicht glücklich wären, wo sollten wir sonst sein? Wo sollte man sonst sein als da in diesem Garten Eden? Ich sage immer, es ist der Garten Eden, nur die Viecher rennen nicht herum, aber sonst. Wer ist das? Alles gut, das ist die Tinkerbell. Ich sag Jimmy. Hallo Jimmy. Ist aber ein Weiberl. Die Quitschi. Die Quitschi. Eigentlich ist sie Quitschi. Die Siedlungskatze. Die Siedlungskatze, ja, genau. Und die geht halt überall hin, wo es was zum Papi gibt. Die ist eine Streunerin. Aber sie weiß, wo die Schüssel ist. Auch für Günther und Franzi Kugler war der Lockdown eine einschneidende Erfahrung. Und eine Zeit, in der sich die Zwillinge viele Gedanken gemacht haben. Ich denke schon, dass Corona, diese weltweite Krise, es verändern muss, dieses Denken, was wir früher gehabt haben. Noch weiter, noch schneller, noch höher. Und ich habe schon lange das Gefühl, dass wir irgendwo am Plafon ausstehen. Mit Wirtschaftsleistungen, mit was wir alles wo wollen. Wo soll's hingehen? Also gehen wir doch, probieren wir's doch. Oder ja, wir sind ja gezwungen worden durch die Krise, dass wir einfach zwei Schritte oder drei Schritte zurückgingen einmal. Also wenn die Menschheit jetzt nicht draufkommt, dass da irgendwas falsch rennt, dann weiß ich nicht, was diese Menschheit wirklich im Schädel hat. Wenn die das nicht begreifen, alle miteinander, diese 8 Milliarden, dann weiß ich nicht, was noch braucht. Weil dann muss die Erde vielleicht doch noch einmal einen ärgeren Huster machen, dass die Hälfte der Menschheit weg ist. Wir sind eigentlich noch nicht lang auf der Welt. Wir sind ja keine wirklich erfolgreiche Spezies. Ja, aber hingemacht haben wir schon. Ja, aber die Dinosaurier, die waren 140 Millionen Jahre auf der Welt. Und dann ist ein Komet gekommen und dann war es aus mit ihnen. Und uns gibt es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 2 Millionen Jahre. Von Affen angefangen bis zu uns. Und schaffen es in 300 Jahren, dass die Welt zugrunde geht. Weißt du, was du alles weißt? Zurück in Oberwölz. Das Thema Corona hat natürlich auch das Zusammenleben hier am Campingplatz ziemlich verändert. Man merkt mir jetzt schon ein bisschen, dass die Leute beim Urlaub machen dieses Jahr ein bisschen anders sich verhalten. Bei den Vorsichtiger Buchungen auf jeden Fall, ja. Also bei den Buchungen, wir haben schon öfters Anfragen auch gehabt, welche Maßnahmen wir getroffen haben bezüglich der ganzen Virussituation. Und man merkt es auch, die nutzen die Desinfektionsmittel, die wir aufgehängt haben. Und auch so die Distanz auch zwischen den Leuten ist auch dementsprechend groß, ja. So. Oh, danke. Der Kaffee ist fertig. Herrlich. War das bei Ihnen ein bisschen Thema, dass dieser Urlaub sich anders anfühlt? Naja, er war eben schon einmal anders, weil wir eigentlich den geplanten Urlaub abgesagt haben. Aber da kommen dann solche Bedenken nicht. Also die Gasthäuser sind sehr sporadisch besucht. Also man läuft da wirklich nicht Gefahr, dass man in einer Menschenansammlung gerät oder zu sehr in die Nähe eines Unbekannten kommt. Man kann ja nicht das ganze Leben in Angst leben. Also am Anfang war ich schon sehr traurig, dass Korsika nicht stattfindet. Aber ich muss auch sagen, ich war die treibende Kraft, weil ich hätte mir dieses Gedränge auf der Fähre, diese Enge, die vielen Leute bei den schmalen Ab- und Aufgängen, ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Und dann war ich eine Zeit lang schon traurig. Und dann sind wir aber da hergekommen und das ist, also, ich vermisse heuer Korsika überhaupt nicht. Am Campingplatz Rotenfels gibt es auch zahlreiche Dauercamper. Wir lernen Christine und Sepp Rauscher kennen. Die Weinviertler verbringen mittlerweile seit 24 Jahren ihre Sommer hier. Aber das heißt, selber kochen am Campingplatz gehört dazu eigentlich, oder? Nur. Also, ja. Nur.
Gestern haben wir gehabt Fleisch im Topf, im Deutschofen da. Das ist. Ich koche am liebsten selbst da. Schmeckt es vielleicht sogar noch besser am Campingplatz als daheim? Sicher. Der frischen Luft schmeckt es immer besser. Und da koche ich immer noch meistens ich. Meistens. Auch die Abwäsche mache ich. Nicht nur kochen. Also das heißt, da sind dann die Rollen ein bisschen umgedreht am Campingplatz? Richtig, genau. Da mache ich fast nichts. Da habe ich keine Zeit. Und da habe ich Zeit und da tue ich kochen. Und mir geht's gut. Genau. Sind Sie eigentlich schon ein eingespieltes Team? Nein, erst wenn man schon fast 50 Jahre verheiratet ist, dann muss man das schon. Da funktioniert das schon sang- und klanglos. Ha, eine Zwiebel habe ich vergessen. So, Campingessen ist fertig. Mahlzeit. Bad Kleinkirchheim. Bei Silvia Czeppel und ihrem Sohn Gregor steht heute eine Golfstunde mit Trainer Jim Bray am Programm. Streck, Halt, Schwing. Schwing? Ja. Kreis, zu Ende. Wie schlägt sich denn die Frau Czeppel beim Golf? Für die wenige Stunde, die sie hat bis jetzt trainiert, ist das sehr gut. Ja, Golfspiel ist leider ein sehr komplizierter Bewegungsablauf. Diese Schnelligkeit hier zu gewinnen, dauert leider ziemlich viele Monate. Sehr gut ist die Technik, was sie nutzt bis jetzt. Und jetzt ist nur eine Frage des Feingefühls zu lernen, you know, die Schläge zu laufen lassen. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, einen Golfkurs zu machen? Nachdem wir schon das fünfte Mal hier sind, sind wir viel gewandert, ein bisschen Rall gefahren. Und das war einfach die Idee, mal was Neues auszuprobieren, weil wir schon relativ viel da kennen in der Gegend. Und dann haben wir uns für ein paar Golfstunden hier angemeldet, beim Gym. Das ist gut. Das kann ein ganz bisschen mehr da drehen. There you go, super. Okay, dreh on den Rückschwung, dreh and fling. Ja, super. Was macht denn er jetzt schon gut? Der ist viel flexibler, der ist jünger, der hat einfach ein bisschen mehr Bewegung, hat sehr gute Hand-Augen-Koordination. Kann man da abschalten eigentlich auch ein bisschen? Ja, es ist schon, man muss die ganze Zeit quasi nachdenken, macht man eh die richtige Bewegung, weil wenn man überhaupt nicht nachdenkt, dann ja, macht man irgendwas. Also gedanklich ist es schon eine sehr intensive Sportart. Merkt man eigentlich jetzt aufgrund der vergangenen Monate, dass auch weniger Leute ein bisschen Golf spielen? Eigentlich dieses Jahr habe ich mehr zu tun, denn ich habe in dem letzten Jahr gehabt. Ich freue mich darauf. Ich habe auch einige mehr Platzreife-Kursen, Anfängerkursen. Und es gibt genug Abstand, oder, beim Golf? Man kann, ist kein Problem. Man kann stehen so weit weg, wie man möchte. Ja, genau. Und davor ist der gar kein Problem mit dem Abstand. Social Distancing. Dreh und Fall. Ja, viel besser. Ja. In Velden ist das Wetter inzwischen besser geworden. Das Strandbad füllt sich langsam. Für Musti und seine Kollegen bedeutet das Augen aufs Wasser. 12 Menschen habe er in den letzten 16 Jahren schon gerettet, erzählt uns der Bademeister stolz. Wo ist es denn eigentlich besonders gefährlich und was macht man dann als Bademeister? Gefährlichste Punkt ist für mich beim Sprungturm, wenn die Kinder springen und sie bekommen Panik, weil sie nicht auf dem Boden stehen können. Wenn Wasser tief ist, dann schreien sie Hilfe. Wenn ich sehe, dass sie Hilfe brauchen, bevor sie unten gehen, dann sofort springe ich, dann ziehe ich bis zum Ufer. Nachdem im Wörthersee gerade nicht allzu viel los ist, bleibt dem Personal Zeit für ihre neue Zusatzaufgabe in diesem Sommer. Das Desinfizieren der Liegen und Sprungtürme. In Vollen hat sich vieles geändert, von den Leuten her. Jetzt sind alle viel vorsichtiger geworden, wir sind vorsichtiger geworden. Sonst ist man immer ein Sprung eigentlich so nach Vollen gegangen. Jetzt überlegt man schon immer, wohin soll man gehen, wie soll man gehen, wen reservieren und so. Hat sich schon vieles getan, ja. Haben die Leute eigentlich ein bisschen Angst jetzt im Freibad? Haben Sie das Gefühl? Ein bisschen habe ich Angst, ja. Ich bemerke das. Wie merken Sie das?
Ja, sie wollen selber Abstand halten von anderen Leuten. Und geben wir nicht so miteinander zur Zeit Hände. Nur grüßen wir es mit dem Kopf oder so wie Buddha. So. Wenn alles vorbei ist, dann können wir wieder Busse geben, fest umarmen. Aber das heißt, Leben retten müssen Sie heute wahrscheinlich keine, oder? Heute glaube ich nicht, nein. Auch gut. Im Waldviertel beginnen mittlerweile die Baggerarbeiten für den Pool von Familie Zimmel. Wie geht's Ihnen eigentlich damit, dass da jetzt Ihr Garten umgegraben wird? Nachdem ich weiß, was nachher ist, geht's mir gut dabei. Jeder giert auf den Moment dann hin, wann es losgeht. Das heißt, wann kommt der Bagger, wann geht's los? Ein bisschen eine Grundnervosität ist natürlich auch da. Funktioniert alles, ja, klappt alles, passt das Wetter. Ich mein, wir haben ein Glück mit dem Wetter natürlich auch. Ja. Und ich hoffe, es bleibt die nächsten 3 Wochen so. Es wird dann auch, wenn der Rollrasen verlegt ist, nicht in wenigen Wochen wird man eigentlich gar nichts mehr merken von dem, was wir da jetzt an Verwüstung sozusagen anrichten. Der Aufwand 80 Kubikmeter Erdaushub und in Summe 500 Arbeitsstunden. Mir hat eigentlich damals der Preis abgeschreckt. Und ich habe immer gesagt, um das Geld, was der Pool kostet, kann ich oft Urlaub machen. Und dann ist Corona zum Beispiel gekommen und auf einmal war irgendwo so dieser Urlaubsgedanke weit weg. Das heißt, keiner weiß, wann darf ich wieder ohne Maske in einen Flieger einsteigen. Wir werden sicher weiter irgendwo Urlaub machen, aber die Hauptpriorität Urlaub ist in Zukunft der Garten. Auf eine Sache freut sich Günter Kugler in der Pension am meisten. Endlich kann er sich ausgiebig seinem Gemüsegarten widmen. Das Unkraut. Ist dann eigentlich diese Gartenarbeit eine Möglichkeit, ein bisschen abzuschalten? Ja. Was geht einem da durch den Kopf? Da geht alles durch den Kopf. Also wenn du irgendwelche Probleme hast mit deiner Freundin zum Beispiel, dann setz dich in die Wiesen und du Unkraut zupfen. Du fühlst dich nachher besser, auf jeden Fall. Oder zumindest hast du es versucht. Man ist dann fast ein bisschen Selbstversorger, oder nicht? Ja, also Zucchini, Kohlrabi, Salat, Zupfsalat. Na, nur einmal Paradeiser. Da. Das heißt, man ist für die nächste Pandemie gerüstet eigentlich, ne? Ja. Ich hab mir schon gedacht, wenn nur einmal sowas kommt, ein Lockdown. Ich weiß nicht, die Paradeiser sind da nix geworden. Die Wiesen wegtun und werden wir Erdäpfel auch noch abbauen. Ja, weil. Das schaut da sind wir dann wirklich gerüstet. Das schaut heuer traurig aus. Ich weiß nicht, das war der Virus, glaube ich. Mein größter Kritiker. Ist man nicht gern Zwilling? Oh ja. Aber früher war es einfacher. In der Schule. Das sagst du? Also ich habe mich jedes Mal ins Spiel geschaut und hab dich gesehen. Er hat lernen müssen, ich hab alles angeschrieben. Wie war? Bei den Kugler-Zwillingen wird im Sommer gern gegrillt. So auch heute. Nach der Zwangspause kommt die Äugelgemeinschaft jetzt wieder öfter zusammen. Auf die Runde. Hoffentlich bleiben wir weiter. Nach dem Virus. Aber das heißt, man kommt da gern her und hin und wieder kriegt man sogar was zum Essen, oder? Das ist richtig, ja. Also, wenn man so einmal vorbeigeht, ab und zu, kann schon sein, dass man ein bisschen was zum Essen da ist, dass man dann reingerufen wird. Zumindest was zum Trinken gibt es immer. Und zum Essen gibt es auch öfters was. Ja. Aber in erster Linie unterhalten, das ist das genau. Nummer 1. Ne? Aber das heißt, dieser Garten ist schon ein bisschen eine Begegnungszone. Weil es halt so zentral liegt. Aber ja, habe ich ja damals auch nicht gewusst. Mama hätte mir gesagt, ja, nimmst du halt einen Garten, der nicht so zentral ist. Aber so ist es schon besser. Man hat schon viel Freund. Man hat schon viel Freund. Ist unglaublich, was da Freund zusammenkommen. Das ist eher wie bei Facebook. Und außerdem im Eugel ist für uns alle miteinander der schönste Kleingartenverein, den es gibt. Besonders in der Krisenzeit war die Kleingartensiedlung für viele eine Insel der Seligen. Okay. Ja, wir haben schon Glück gehabt, oder?
dass wir eben so in unserer Regel leben, wie wir leben. Dass wir eigentlich nicht zu 100% alles mitbekommen haben. Ne? Ja. Man vergisst auch. Ne? Ja, weißt du nicht, weil man nicht eingesperrt war. Wir sind nicht eingeschränkt gewesen. Ja, du hast trotzdem im Garten was zum Tun gehabt, du bist rausgekommen. Also. Nach einigen Regentagen lacht in Oberwölz heute endlich wieder einmal die Sonne. Dagmar Georg und August Kaiser genießen den Badeteich. Campingurlaub, das bedeutet aber auch Hausarbeit. Es gibt ja keine Waschmaschine, das heißt eine Schaffe und eine Reihe in der Tube und mit der Hand waschen. So ist es. Aber das ist wurscht. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Man muss es nur mit dem Wetter ein bisschen einteilen, damit es trocken wird. Also wenn irgendwie ein Gewitter angesagt ist, ist es nicht so günstig, wenn man nächsten Tag dann das Sportgewand wieder braucht. Aber dazu habe ich einen Meteorologen, der weiß, wann ich Wäsche waschen kann. Ständig etwas zu tun gibt es auch bei den Dauercampern. Sepp Rauscher verbringt seine Urlaubstage am liebsten mit Fischen und Holzhacken. Ui, der geht nicht. Der will nicht. Der gibt noch. Wird nichts. So. Was macht das Campen für Sie so reizvoll? Die Ruhe. Und das Arbeiten. Das machen, was man will und was man braucht. Und was braucht man? Holz schneiden, fischen gehen. Das braucht man. Und man geht fischen, wenn man will. Und dann kann man essen, wenn man will. Geschwammen suchen, wenn man will. Kocht, wenn man will. Warum machen Sie eigentlich gerne in Österreich Urlaub? Ich bin Österreicher und bleibe in Österreich. Und das Schönste, was es gibt. Ich kenne Österreich noch nicht ganz komplett. Darum bleibe ich in Österreich. Also das heißt, ein anderes Land wird es jetzt gar nicht so reizen? Nein, überhaupt nicht. Ich war ein paar Mal. In Italien waren wir schon einmal, aber nicht lang. Aber Österreich ist Österreich. Wir sind da, seit wir herfahren dürfen, sind wir wieder da. Wir waren ein paar Wochen daheim. Und jetzt sind wir wieder da. Auch wenn Sepp gern umtriebig ist, ein wenig Zeit zum Verschnaufen bleibt dann doch. Sie verwöhnen Ihren Mann aber sehr. Ja, sicher. Ist das das Urlaubsprogramm oder ist das immer? Immer. Nein, immer. Daheim gehen wir in die Sauna und vorher gibt's Fußmassage. Ist das dann für Sie auch so eine Möglichkeit, einmal so wieder Zeit füreinander zu haben? Genau. Richtig. Weil daheim in der Früh geht er aus dem Haus und kommt am Abend wieder zurück. Weil den ganzen Tag beschäftigt ist. Er ist ein richtiger, er kann nicht ruhig sitzen. Also ist das fast eine Ausnahme. Das ist die Entspannung. Die Urlaubstage lassen die Rauschers am liebsten mit ihren Campingnachbarn Rudi und Erna Schmölz ausklingen. Und das macht man eigentlich jeden Tag, so verschiedene Szenen. Sind wir immer am Bibeln. Nicht nur Segeln. Aber Eigenbauweine, gell? Jawohl. Jawohl, wie es gehört, gell? Ja, Eigenbauweine, genau. Aber das heißt, das passiert eigentlich öfters, dass man da zusammensitzt am Campingplatz? Ja, jeden Tag. Ja, ja. Jeden Tag. Ja. Wird immer gewechselt, damit da, damit dort. Je nachdem, wer Gott Lust hat. Ja. Klagebesprechung für den nächsten Tag oder für den vergangenen Tag. Genau. Ja, genau. Was für einen Ausflug machen wir? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir machen uns das gemütlich. Jetzt sind wir so lang beieinander und haben noch nie gestritten, ist eigentlich echt. Echt? Geht schon, Rudi. Prost, Mädels. Hallo, hallo, hallo. Buwi, Buwi, her schon. Zuerst die Mädels und dann kommen wir. Prost, 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 Prost. Zurück am Hof der Hintereggers. Ein echter Höhepunkt, besonders für die jungen Gäste, ist das Kuhmelken mit Altbauer Sepp.
Die ganze Faust, jawohl, jetzt funktioniert's. Die Kinder können sich im Stall und beim anschließenden Heuhüpfen austoben. Okay, ganz alleine. Das ganz leicht. Währenddessen genießen die Eltern die Stille und die Bergluft. Für mich ist durchaus schwierig, Ruhe zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen mein Problem im Urlaub. Also ich muss irgendwie ständig irgendwas tun, mit den Händen oder irgendwas werkeln. Wir sind jetzt seit 4 Tagen da und ich habe noch keine sozusagen einzige Minute ins sozusagen Handy geschaut und es ist großartig. Ja. Ferienstimmung auch im Waldviertel. Der große Moment für Familie Zimmel ist da. Der Pool wird eingeweiht. Was sind das für Gefühle jetzt eigentlich, vor dem fertigen Pool zu stehen? Es ist ein tolles Gefühl, weil es waren da, ja, ich sage mal, 4 spannende Wochen vom Beginn weg, wie wir angefangen haben, rund um die Terrasse das ganze Riesengehölz zu roden, bis zum Zeitpunkt, wo der Bagger gekommen ist und ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt eigentlich da stehen und das Ganze in Betrieb nehmen. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte und wir freuen sich einfach wahnsinnig drauf und das ist da dementsprechend zu nutzen, wenn das Wetter passt. Ja. Der Urlaub daheim kann beginnen. Es ist sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Und ich finde es auch gut, dass es nicht grauslich schmeckt oder so. Kein Salz drin, gar nichts, kein Chlor. Ein bisschen auf der Liege liegen, ein bisschen ein Vorbau holen, dann wieder ankühlen gehen. Ja. Und das den ganzen Tag eigentlich. Vor allem das Ruhige, das ist so angenehm. Ja. Wenn du nach der Arbeit heimkommst und du haust dich einfach rein, ist, man hört nichts. Rundum, wenn nicht gerade der Nachbar mit der Kreissäge schneidet, hast du sonst eigentlich keine Lärmbelästigung. Das heißt, der Papa hat alles richtig gemacht, oder? Definitiv alles richtig gemacht. Touristen aus dem Ausland verirren sich ins Strandbad von Velden, dieses Jahr nur selten. Kurz vor Badeschluss lernen wir dann aber doch noch Stammgäste aus Deutschland kennen, die auf Kurzurlaub hier sind. Normal sind wir jedes Jahr 4 Wochen hier. 4. Das heißt, Urlaub in Österreich, das lassen Sie sich auch heuer nicht nehmen, das oder? Das lassen wir nicht nehmen. Nachher setze ich aus 2 Jahre und dann sterbe, weil ich nicht gekommen bin vielleicht. Ja, ist wahr. So, jetzt werde ich dir mal schön zeigen, was ein Hake ist. Ich brauche nirgends ins Ausland fahren. Wir haben Österreich. Und das ist mehr wert als alles andere. Es ist schön, wenn man mal. Ich war so viel irgendwie unterwegs. Aber heute brauche ich nicht mehr. Wunderschöner Ausblick. Panieren Sie sich mal die Piste Percha. Percha und der Pyramidenkugel. Mittagskugelwerk auf berühmte. Wie sind Sie eigentlich nach Kärnten gekommen? Wegen der Liebe. Meine Ex-Frau hier hat mich hier mitgebracht. Wir haben uns in der Türkei kennengelernt. Wegen der Liebe bin ich aus Österreich gekommen. Und geblieben? Ja, richtig. Elisabeth und Alfred Snischek genießen die gemeinsamen Stunden im Garten, auch noch nach 60 Jahren Ehe, in vollen Zügen. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Arbeit in einer Bank. Was mir sehr wichtig war. Also ich habe ihren Rücken gesehen. Das war der Anfang. Ja, sie hat so ein extravagantes Kleid gehabt. Und ich habe mir gedacht, na ja, also das ist ein interessantes Mädchen da. Wir waren 3 junge Männer. Und wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, wir legen einen bestimmten Geldbetrag in die Kasse jeder. Und wem es gelingt, mit ihr auszugehen als Erster, mit ihr spazieren zu gehen, ja, der kriegt das Geld. Sehen Sie, das war mein erster Gewinn. Diese Frau ist mein Glücksfall in meinem Leben. Voll und ganz. Ohne sie wäre mein Leben ganz anders wahrscheinlich verlaufen. Aber sie, die mit beiden Füßen in der Realität steht, hat mich übernommen, hat für mich gesorgt
und war mir alles. Alles. Na, ist das nicht schön? Das ist eigentlich schön, ja. Also ich kann mir nichts Besseres in meinem Leben vorstellen als sie. Ja. Aber das ist ja das Schöne, wenn man miteinander alt werden kann. Ja. Wie es ja so schön heißt, wenn man heiratet, bis dass der Tod einem scheidet. Und so wird es sein. Nachdem der Urlaub am Meer heuer ausfällt, hat sich Günther Kugler für seinen Garten im Eugel ein Schwimmbecken geleistet. Dann drübst du manchmal wie die Gondoliere. Das geht auch. So schaut das gut aus. Bereit zum Einspringen. Jetzt ist es Zeit, weil jetzt schwitze ich schon. Ah, ist das angenehm. So kannst du leben. Genau. Wie fühlt sich das dann eigentlich an, jetzt so frisch im Ruhestand? Was hat man da noch für Träume, was hat man noch vor? Also ich bin sowieso ein Gefühlsmensch. Also für mich ist es nur leiwand. Einfach leiwand. Also für mich gibt es jetzt nicht die großen Aufgaben. Wenn sie kommen, dann machen wir es. Und wenn sie nicht kommen, dann lassen wir es gut gehen. Und so war eigentlich mein ganzes Leben. Ich war so gern für die anderen da. Und das war schön, wenn sie einer helfen hat lassen und ihrem auch helfen hat können. Und das ist also Genugtuung für mein Leben genug. Und los!